Glück auf und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem YouTube-Channel. Wir hauen jetzt eben die News durch und dann nach zwei Wochen endlich wieder eine Schalke-Spielprognose zum Spiel in Hannover. Ich hab Bock, yalla, ab dafür. Egal wo ich bin, mit wem ich bin, wohin ich gehe, ich bring euch den Ruhrpott, bring euch den Ruhrpott. Im Spiel gegen den FC Ingolstadt hat Simon Terodde nach einer wirklich sehr uneigennützigen Vorlage von Dominik Drexler sein 153. Zweitligator erzielt. Damit ist er nun in der ewigen Zweitligatorschützenliste gleichgezogen mit Dieter Schatzschneider. Dafür hat der Stürmer von allen Seiten Respekt und Glückwünsche erhalten. Und da möchte ich mich anschließen, Simon. Alles Gute, Glückwunsch und super gemacht. Weiter so, schieß uns zurück in die erste Liga. Dann noch für alle, die es verpasst haben, Ruven Schröder war im Zweitliga-Doppelpass und seine Kernaussagen in der Sendung waren eigentlich, der Vertrag mit Simon Terodde wird auf jeden Fall verlängert werden, Aminarit soll verkauft werden im kommenden Sommer, er ist froh, dass Dimitrios Gramotzis Schalke-Trainer ist und er weiß natürlich, da er Realist ist, es gibt noch viel zu verbessern. Am vergangenen Donnerstag hat der S04 ein Testspiel gegen den VfL Lübeck bestritten und mit 2:0 gewonnen. Marius Bülter und Hanratz, Mittelfeldspieler aus der Knappenschmiede, haben dabei getroffen. Sollte hier einfach nur mal erwähnt werden und mehr gibt's dazu schon gar nicht zu sagen. Und last but not least eine kleine Geschichte vom Bergerfeld. Der User Leumas0310 hat gepostet, dass er in der Geschäftsstelle war, im Schalke-Shop und da ein S04-Trikot kaufen wollte mit dem Vlog von Rodrigo Salazar. Zufällig war Rodrigo gerade auch im Fanshop und als er das gesehen hat, hat er ein Foto mit dem Jungen gemacht und gleich noch das Trikot spendiert. Das ist Schalke und so lieben und leben wir den Verein. So, das waren die News für diese Woche. Wir gehen rein in die Spielprognose. Hannover gegen Schalke. Ab dafür. Und damit herzlich willkommen hier am Freitag um 18.30 Uhr aus der HDI Arena in Hannover. 49.000 Zuschauer dürfen heute rein. 10.000 Schalker wurden erwartet. Die sind auch alle da und wollen hier die Bude zum Kochen bringen. Ey, sehen wir die Tabelle. Schalke auf Platz 4 vorgerückt nach dem Sieg gegen den FC Ingolstadt. Und auch Hannover, die haben sich hier heute was vorgenommen. Die wollen endlich in die Erfolgsspur finden. Und sie beginnen mit Zieler, Dem, Franke, Börner, Hult, Ondua, Bayerkerk, Ernst, Meiner und vorne drin Hinterseher. So geht die Elf von Jan Zimmermann hier in die Partie gegen den S04. Ja, und der S04 kommt mit Freisel im Kasten. Aydin Chow, Itakura, Kaminski, Auvejan, Salazar, Paulson, Drexler und vorne Bülter und der Recordbreaker Simon Terodde mit seinen 11 Toren bislang in der laufenden Saison. 10. Spieltag, Schalke stößt an, von rechts nach links in Blau und Weiß gegen Hannover hier in Rot-Schwarz. Ernst? Und mit einem langen Ball in die Spitze! Und ganz drüben kommt Mo Aydin, der hat gute Spiele gemacht. Zuletzt Simon Terodde allein vor Zieler. Zieler stürmt raus. Bislang nicht wirklich viel Zwingendes hier in dieser Partie, aber von beiden Mannschaften nicht. Man sieht da Auvejan, der weiter für Drexler. Dominik Drexler, Simon Terodde, 1:0, 29. Spielminute. Simon Terodde, sein 12. Saisontor. Und schon fängt er an und ist damit jetzt alleiniger Rekordhalter. Und zack, steht sie 1:0 und wir hören die Gästefans. 10.000 an der Zahl. Hult in die Mitte, Koitakura dazwischen, Terodde. Schalke will umschalten, aber Bülter ganz alleine, wird aber nicht angegriffen. Läuft sich da fest gegen Börner, was macht Börner denn da? Börner, Bülter, 2:0, der S04 baut die Führung auf 2 Tore aus, 35. Spielminute. Oh, wie kann sich Hannover von diesem Doppelschlag erholen? Können sie sich überhaupt erholen? Zum ersten Mal in dieser Saison eine 3-Siegesserie, das wäre doch was. Und da ist der Abpfiff. Schalke führt in Hannover mit 2:0 zur Halbzeit. Zweite Halbzeit, Hannover stößt an, Schalke hat gewechselt. Dako Schulinov für Dominik Drexler in der Partie jetzt hier zum zweiten Durchgang. Alles klar, Auvejan. Und so. Und jetzt sich Schalke raus, aber verlieren hier leichtsinnig den Ball. Ernst, raus für Meiner.
Der bringt den Ball in die Mitte. Da ist Hinterseher. Bayer, Anschlusstreffer. Hannover mit einem Lebenszeichen. 55. Spielminute. Schalke sollte jetzt gewarnt sein. Auch Hannover nimmt hier am Spiel teil. Ovejan, Schulinov, Ovejan. Und im Hinterhalt Simon Terodde. Und Dua. Paulsson dazwischen. Sehr gut. Und jetzt schickt er Marius Bülter. Und der sieht nochmal Terodde. 3:71 Spielminute. So führt Schalke hier wieder mit der alten 2-Tore-Führung. 3:1 in der HDI-Arena. Nachspielzeit läuft in diesem Moment ab und da ist der Schlusspfiff. Schalke mit dem dritten Sieg in Folge. 3:1 in Hannover am Freitagabend. Hannover kämpft sich hier im zweiten Durchgang zurück in die Partie und Schalke reicht ein Konter über Bülter und Simon Terodde, um hier das 3:1 mitzunehmen. Nächste Woche geht es weiter gegen Dynamo Dresden und Hannover muss in Regensburg ran. Wenn euch das Video trotz oder vielleicht wegen des Ergebnisses gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal Knotschi Gaming und schreibt euren Tipp für Freitagabend unten in die Kommentarfunktion. Und das war's auch schon von mir, von dieser Spielprognose. Ich wünsche ein geiles Spiel am Freitagabend und damit Glück auf und ciao.